Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grim Fandango Remastered. Wir haben Glottis wiedergefunden. Wir dachten, er wäre gestorben, nachdem Domino den durch die Falltür geschickt hat. Ich glaube, dieses Schätzchen ist unsere Fahrkarte nach Hause. Oh, gute Idee. Ich habe einfach so aus Spaß an ihr herumgebastelt. Aber die Idee ist gut. Ich glaube, hier können wir nichts weiter sonst machen, ne? Dann gehe ich mal wieder hoch. Warte mal. Ich habe doch diesen kleinen Hammer. Bevor ich jetzt wieder hochgehe, frage ich mal, ob Glottis so einen kleinen Hammer gebrauchen könnte. Aber ich glaube, der ist zu klein. Hey, brauchst du einen Hammer? Vielleicht nach dem Essen, wenn ich mir was aus den Zähnen rauspulen muss. Wenn ich winzige Nägel und winzige Bretter hätte, dann könnte ich damit ein winziges Vogelhaus bauen. Ja gut, dann gehen wir wieder hoch. Gucken mal. Hier hängt also der Glottis rum. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Da hatten wir noch die andere Richtung, die wir gehen konnten. Dann nehmen wir die mal. Gucken, was uns da noch erwartet. Und dann müssen wir einen Weg finden, hier irgendwie rauszukommen. Ah, Chepito. Was geht mit dem hier ab? Der stellt sich aber auch an. Blöder Meißel. Halt still. Chepito. Hä? Wer da? Oh. Du bist es. Oh, ich sollte. Sieh dir meine Augenbrauen an. Entspann dich. Bald verkrümeln wir uns von hier. Wir? Wir werden nirgendwo zusammen hingehen. Ich arbeite solo, mein Freund. Und ich gehe allein. Ah ja. Dieser Meißel sieht etwas übermotorisiert für dich aus. Übermotorisiert? Für Chepito ist nichts zu stark. Wenn du meinst. Netter Bohrer. Bohrer? Dies hier ist ein schnurloser Hochgeschwindigkeitsschlagmeißel. Und sieh her, es ist ein Alleszerkrümler. Für gewöhnlich geben sie sowas nicht den Neuen. Aha. Wie bist du denn an einen Alleszerkrümler gekommen? Ich habe gute Beziehungen. Und ich hatte Beute zum Tauschen. Tauschhandel ist hier draußen am Riff das Zauberwort. Was denn für Beute? Beute? Woher hast du denn Beute? Sie liegt überall auf dem Meeresgrund. Schmuck, alte Münzen. Ihr mit euren schicken Schiffen könnt das ja nicht wissen. Denn ihr nehmt euch nie die Zeit, mal nachzusehen. Oh, Junge, oh nein! Chepito! Hä? Verdrückt. Ich wollte das andere machen. Das Tauschen. Ich möchte etwas tauschen. Nun, da bist du an der richtigen Stelle, Junge. Was soll's denn sein? Eine Waffe. Eine Waffe. Oh, das kostet dich aber einiges. Was hast du zu bieten? Mein Rolli? Was für ein Rolli? Meine Sense. Du willst dich von deiner Sense trennen? Nein. Wenn du was zum Tauschen gefunden hast, dann komm zum alten Chepito. Ist absolut fair. Also wir müssen hier eine Waffe holen. Chepito! Hä? Wer da? Was? Hör mal, du willst doch sicher nicht, dass der große Krake sieht, wie du ein Schwätzchen hältst, oder? Oh Junge, du hast recht. Yo, Pito! Hast du schon mal einen echten Steinhammer gesehen? Einen Steinhammer? Nein, noch nie. Aber Junge, den würde ich gern mal ausprobieren. Also ehrlich, kleines Hämmerchen, du bist okay. Ach, wie süß. Jetzt haben wir hier den Zerkrümler. Ja, und du. Gehe zu Miss Lisa. Chepito! Ah, lass das Geschrei! Na gut, wir gehen wieder. Hör mal. Oh, Junge. Jetzt haben wir ein Alleszerkrümler, aber was mache ich jetzt damit?
Legt euer Werkzeug nieder. Wir verkrümeln uns von hier. Geht Mann, ich mir nur von Jari das Buch zurückgeholt. Dann könnte ich hier richtig Unruhe stiften. Jetzt habe ich hier einen Zerkrümler. Was mache ich jetzt damit? Ich gehe noch mal hoch zu diesen nervigen Kindern. Da muss da noch irgendwo was sein, was uns weiterhelfen kann. Guck mal, hier ist doch noch irgendwas. Keine Schublade. Ja, super. Flieg, du bist frei. Beiß Domino. Lass uns in Ruhe. Wenn wir nochmal ausbüchsen, tut der Matsche weh. Na gut, dann bleibt eben drin. Ist der fies. Ja, ist klar. Ihr seid doof. Hola, Angelitos. Hallo, Mr. Bösewicht. Oh. Hey, ihr Kinder habt nicht zufällig eine Knarre? Doch, haben wir. Also, Flossen hoch. Lass mich mal sehen. Ihr habt gar keine. Er ist ein alter Lügner. Oh ja? Und du bist blöd. Deine Glühbirnen funktionieren nicht. Deine Glühbirnen riechen nach Pups. Ha, du bist echt nicht komisch. Echt nicht. Ach ja? Dafür ist jeder im Käfig hier schlauer als du. Jeder außer dir. Stimmt, denn ich bin viel, viel schlauer als du. Davon träumst du doch. In deinem Kinderbett, in das du reingepullert hast. Sei still! Bettnässer! Ich sagte Schnauze! Nein, wirklich. Ich muss hier unten schon mit einem Schirm schlafen. Na, wenigstens hab ich Mädchen nicht gefragt, ob sie mich heiratet. Was? Oh Miss Colomer, Sie sind so hübsch. Wollen Sie mich heiraten? Das hab ich nie gesagt. Miss Colomer. Bibi, die Pullerprinzessin. Poxy, der Ochse, macht noch in die Buchse. Werdet ihr zwei wohl endlich die Klappe halten? Das ist eine Kacke, ey. Hola, Angelitos! Hallo, Mr. Bösewicht! Hey, hey, Kinder, nicht weinen! Bitte, nicht mehr weinen! Warum bin ich in solchen Dingen nur so schlecht? Okay, zurück an die Arbeit. Wie gemein! Plötzlich halten die wieder die Klappe. Boah, sind die nervig. Hier können wir auch nichts machen. Matche, wir sollen Matche eine Knarre geben, die wir nicht haben. Das gibt's doch nicht. Hey, was die Waffe betrifft. Bereit einen... Würdiger. Natürlich. Hör zu. Manny, reden bringt uns im Moment auch nicht weiter. Dann rauchen wir. Oh! Oh, oh meine Strümpfe. Sie sind ruiniert. Das war mein bestes Paar. Da will man wenigstens etwas Hübsches auf dieser finsteren Insel haben. Ich mache das kaputt. Können wir das jetzt mitnehmen? Also mir reicht's vollkommen. Wie bitte? Oh, die Geschwindigkeit, mit der du arbeitest. Das ist ja sehr nett, Manny, aber da du nicht mein Boss bist, ist mir deine Meinung ziemlich egal. Gut, exzellent. Weiter so. Können wir das jetzt diesem komischen Chipito geben? Ein Strumpf? Vielleicht auch so ein Strumpf-Fetischist? Ich probiere mal, ob uns das weiterhilft. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, bitte sing nicht. Chipito! Ah, lass das Geschrei! Na toll. Können wir dem das einfach geben? Was ist das? Mit ein bisschen farblosen Nagellack kann man die ganz schnell reparieren. Nur ich und hey, mein Schäferchen. Sieh dir mal diese Strümpfe an. Mann, das ist ja reine Seide. Wo hast du die denn her? Ich trage sie schon die ganze Zeit. Du auch? Na dann, willkommen im Club. Ah,
meine erste Sprießpistole. Ist sie geladen? Nein. Hey, Munition ist schwer zu kriegen. Geil, jetzt haben wir eine Waffe. Ohne Munition nützt sie mir wirklich nicht viel. Boah, auch zu pfeifen. Oh, süße Mary. Jetzt gucken wir uns erstmal die Waffe hier an. Ah. Meine erste Sprießpistole. Yeah. Dann können wir dir ja jetzt ein Matche geben. Jetzt haben wir eine Waffe, die wir jetzt abgeben können. Die wir uns erstmal besorgen mussten. Schade, dass wir die Kinder nicht erschießen können, ey. So. Jetzt aber. Hier. Was ist eine Beziehung schon ohne Vertrauen? Stimmt, eine Beziehung ohne Vertrauen ist so nutzlos wie eine Waffe ohne Munition. Du vergisst wohl, dass ein kluges Mädchen stets Ersatzmunition im Hut hat für raue Zeiten. Gehen wir. Mädchen, du weißt nicht was? Ich weiß genau, was ich tue. Beweg dich. Würdest du dir bitte erstmal meinen Fluchtplan anhören? Gibt es Unstimmigkeiten, Kinder? Du wirst uns sofort gehen lassen oder dein Lakai ist erledigt. Ich lass dich ja ungern gehen, Manny, aber... Die Dame hier scheint fest entschlossen zu sein. Ich meine es ernst. Okay, er arbeitet eh nicht für mich. Aber ich, dann erschieße ich dich. Tust du nicht. Ja. Du bist so lieb, weißt du noch? Bin ich nicht so lieb, bin ich nicht mehr. Du hast es mir abgewöhnt, indem du mich hier eingesperrt hast. Ich werde dich aus deinem billigen Jackett schlagen. Ich werde... Alles in Ordnung. Sie ist manchmal etwas hitzig. Aber für gewöhnlich beruhigt sie sich, wenn man sie über Nacht wegsperrt. Alter, ey. Können wir nochmal mit dem quatschen? Domino! Hey, Sportsfreund. Wie läuft's mit der Flucht? Was hast du ihr angetan? Ich hatte den Eindruck, sie braucht eine kleine, Auszeit. Das ist alles. Ich versuch dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Yeah, machen wir auch. Wo ist denn jetzt die Dings hin? Matche. Nein, nein, verdammt. Ah, da. Ich werd langsam sauer! Ach, hier drin? Mach die Tür auf! Baby! Lass mich raus! Manny, wo bist du? Ich bin noch da. Ich werd langsam sauer! Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Manny, wo bist du? Irgendwer! Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Ich glaube, mir geht langsam die Luft aus. Vielleicht war die Kombination falsch. Ich warne dich, Domino! Was ist eine Kombination denn? Manny! Es muss ein Zahlenschloss sein, aber es sind keine Zahlen darauf. Irgendwer. Der gute Dom hatte es nie besonders mit Zahlen. Hä, wie komme ich denn... Hä? Lass mich raus! Wir fragen mal die Kinder. Vielleicht kennen die sich ja aus. Hola, Angelitos! Hallo, Mr. Bösewicht! Ja, wir gehen ohne sie. Komm, wir machen das mal. Der Plan hat sich geändert. Matche ist eingesperrt. Wir gehen ohne sie. Wir können Matche doch nicht zurücklassen! Okay. Wie gemein. Okay, da kommen wir also auch nicht weiter. Die Kinder können wir, glaube ich, einfach mal vergessen. Irgendwer! Aber wie geht das denn jetzt hier mit dieser Kombination? Ich werd langsam sauer! Ich sehe auch nichts. Ich bin's, Matche! Poxy! Baby! Vielleicht war die Kombination... So müsste es aufgehen. Ich warne dich, so müsste Domino. Es aufgehen. Das sitzt ziemlich fest. Aber wie kann man Baby. Sich denn hier angucken?
Es muss ein Zahlenschloss sein, aber es sind keine Zahlen darauf. Mir leid, der gute dass Dom ich dir hatte nicht es nie besonders habe. Mit Zahlen. Dann es kommt dann tut alles mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich werd langsam sauer. Ich möchte das Rad nicht kaputt machen. Ich das warne Rad ist dich, mein Freund. Domino. Wenn ich am Griff alles zerkrümele, ich dann komme ich nie da rein. Sauer. Boah, halt doch mal die Klappe da hinten, ey. Können wir gar nicht Manny, nachdenken. Wo bist du? Man sieht da ja auch gar nichts drauf. Poxy! Ich werd langsam sauer. Ich glaube, mir geht langsam die Luft aus. Manny, wo bist du? Ja, ich versuche mit dem Schloss irgendwie klarzukommen. Poxy! Vielleicht war die Kombination falsch. Aber ich weiß nicht wie. Bibi! Hilfe! Mach die Tür auf! Ja, Mann, chill mal. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache, aber... Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Vielleicht war die Kombination falsch. Domino, du lässt mich jetzt besser hier raus. Domino, sag mal den Code. Ich verstehe das nicht. Ich habe ihm nichts zu sagen. Okay, dann gehen wir wieder. Hat wohl nicht so ganz geklappt. Leer. Geschlossen. Zerkrümeln? Eventuell? Zerkrümeln? Das will ich nicht alles zerkrümeln. Na toll. Ja, Ich bin hier! Ja, schön für dich. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Mach die Tür auf! Du kannst gerne nochmal probieren. Domino, du lässt mich jetzt besser hier raus! Manny! Ja, Mann. Ich warne dich, Domino! Manny, wo bist du? Ich bin hier, aber ich krieg das nicht auf. Mach die Tür auf! Vielleicht war die Kombination falsch. Die Luft aus. Ja, du hältst doch mal die Klappe. Das gibt's doch nicht, dass wir uns immer an solchen kleinen Sachen aufhängen hier. Wer könnte uns denn da helfen? Die blöden Belger sagen nix. Glottis? Ich glaube, der hilft uns jetzt auch nicht weiter. Boah, keine Ahnung, ey. Chepito? Komm, wir gehen noch einmal zu den Belgern, wo wir gerade da sind. Muss doch hier irgendwie gehen. Hola, Angelitos! Hallo, Mr. Bösewicht! Netten Käfig habt ihr da. Mr. Hurley hat hier drin dämonische Raben mit Menschenköpfen gezüchtet. Er hat gesagt, wenn wir jemals abhauen, dann schickt er uns die Raben hinterher. Und die bauen sich dann aus unseren Knochen ein Nest. Aha. Beißt mich und ich verklage eure Eltern. Unsere Eltern? Aber ich will euch doch helfen. Warum tun sie es dann nicht? Mein Arsch ist zu dick für diese kleinen Hühnerstangen. Das sag ich, Matche. Sie haben das böse Wort gesagt. Ich hab dir doch gesagt, dass er böse ist. Ich gehöre zur Seefahrergewerkschaft. Wir sind keine Fabrikarbeiter. Das klingt komisch. Was meint er damit? Er meint, er will uns nicht helfen, weil er fies und gemein ist. Obwohl, vielleicht lieber doch nicht. Wir auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Ihr Kinder wartet hier und seid brave kleine Angelitos, okay? Okay. Okay, super. Wunder, dass die mal nicht losheulen. Ja, wir probieren es weiter mit der Kombination. Und das tun wir in der nächsten Folge.
Also bis dahin, ihr Lieben.